Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, man könnte ja nach manchen Vorrednern hier glauben, Land, in dem Honig und Milch fließen. Dabei geht es einfach nur um den Landeshaushalt 2022. Und zwar um einen Entwurf des Haushalts, der nach den Entwicklungen der letzten Wochen eigentlich so gar nicht beschlussfähig ist, sondern einer grundlegenden Überarbeitung bedürfte. Da haben wir die substanzielle Kritik des Landesrechnungshofes, der zu Recht darauf hinweist, dass das Finanzierungsdefizit in unzulässiger Form gedeckt wird, darauf hinweist, dass der Wirtschaftsplan des Sondervermögens nicht wirklich darlegt, welche notlagenspezifischen Maßnahmen daraus finanziert werden. Das wird hier großzügig ignoriert. Nicht ein Wort dazu fällt in der zweiten Lesung. Und wir erinnern uns natürlich, wir hatten ähnliche Diskussionen gehabt im Rahmen Haushalt 20 und 21, wo es die Einschätzung des Landesrechnungshofs zu den Kreditaufnahmen gab, die wir damals kritisiert haben, die Rechtmäßigkeit infrage gestellt haben. Das gleiche Ergebnis hat diese wichtige Institution des Landes auch uns gebracht. Damals war die Kritik, dass die Anhäufe von Rücklagen auf der einen Seite und Kreditaufnahmen auf der anderen Seite nicht zusammenpassen. Wir hatten seinerzeit darauf hingewiesen, auf dieses Missverhältnis. Es gab damals ein müdes Lächeln, genauso wie Sie heute auch nur ein müdes Lächeln für die Kritik des Rechnungshofs übrig haben und ebenso auch für unsere Kritik. Meine Damen und Herren, und das ist ja nicht das Einzige, was hier ein strukturelles Problem darstellt. Hinzu kommen die neue Entwicklung beim Tarifabschluss, der durch ist, die neue Entwicklung bei Tesla. Und all diese Kleinigkeiten finden nicht mal Eingang in Ihren Haushaltsentwurf, die Größe zu besitzen, den entsprechend zu überarbeiten. Und bevor Herr Breetz zu viel Anlauf nimmt, es ist noch ein bisschen Zeit und wir können uns noch gerne anderweitig unterhalten. Meine Damen und Herren, es ist ja auch so, dass die Opposition jetzt über 200 Änderungsanträge eingereicht hat. Diese über 200 Änderungsanträge sind natürlich allesamt abgelehnt worden. Jetzt könnte man sagen, wie schon letztes Mal im letzten Jahr, wissen Sie alles so präzise besser. Da habe ich nachgeschaut, die Definition des Wortes Allwissenheit. Es handelt sich um, gestatten Sie zuvor eine Zwischenfrage? Nein, danke. Es handelt sich um eine traditionelle Eigenschaft Gottes, die hin und wieder auch anderen vollkommenen Wesen zugeschrieben wurde. Nun ist es so, dass die Koalition sich das hier selbst zuschreibt, alles apodiktisch ablehnt und sich so seit Anfang 2020, seit Beginn der Pandemie, recht planlos, nicht unbedingt in bestimmten Maßnahmen, aber haushalterisch, sich durch die Krise windet und das eingerichtete Sondervermögen für Dinge ausgibt, die mit Krisenentwicklung nichts zu tun haben, obwohl es nicht nur für 2022, sondern für deutlich länger angelegt war und uns dann heute ernsthaft vorwirft oder unterstellt, nur konsumtive Ausgaben vorzuschlagen. Meine Damen und Herren, die Wahrheit ist vielmehr, dass Sie Rücklagen aus den Verwaltungs- und Personalbudgets in den Ministerien anhäufen, statt diese zum Beispiel für die Haushaltskonsolidierung einzusetzen. Und das ist ja nicht nur unser Kritikpunkt und somit dann Mittel für wichtige Projekte nicht freigeben können. Meine Damen und Herren, nur weil wir die kleinste Fraktion hier im Hause sind, heißt es nicht, dass wir das wenigste beizutragen haben. Denn wir haben es ja erlebt, insbesondere die Apologeten der Unfehlbarkeit von SPD und CDU wurden ja nicht müde, uns zu belehren und zu versuchen, die Landeshaushaltsordnung, manchmal sogar die ganze Welt zu erklären, während die Kollegen der Grünen durchaus Missverhältnisse auch erkannt haben, aber diese teilweise aus Einsicht in die Notwendigkeit oder auch in Koalitionszwänge nicht weiterverfolgen konnten. Ich hoffe sehr, dass Sie die Zeit zwischen der zweiten und dritten Lesung nutzen, um sich zumindest die Mühe zu machen, die Hinweise des Landesrechnungshofs vollständig zu lesen, also bis zum Ende zu lesen. Das wäre manchmal hilfreich. Und auch den Oppositionsfraktionen richtig zuzuhören, die Änderungsanträge richtig zu lesen, statt in punktueller Überheblichkeit, da manche mehr, da manche weniger, zu versuchen, unsere Anträge ins Lächerliche zu ziehen bzw. komplett falsch darzustellen. Dazu werde ich im späteren noch Ausführungen machen. Meine Damen und Herren, was insbesondere in der Haushaltsberatung auffiel, war doch das offensichtliche Abwarten der Koalition, na, welche Änderungsanträge die Opposition zum Haushalt einbringen wird, um dann zu erfahren, das war ja zu beobachten, gerade Ihre Ungeduld ist da ja beispielgebend gewesen, meine Damen und Herren, um zu gucken, okay, was hat man vielleicht übersehen, um es dann als eigene Erkenntnis, wir haben es heute auch wieder erlebt, zu verkaufen. Sie wollen da ein paar Beispiele hören, sicherlich ist da die Vergesslichkeit, die schon zuschlägt. Nein, meine Damen und Herren, wir erinnern uns, die Mittel für die Zukunftskonferenz Europa, Mittel für Integration
Unterstützung des Programms Queeres Brandenburg, Fluglärmberatung, Auszahlungsvorbehalt für die Mittelflughafengesellschaft oder seien es auch nur Mittel für den Greifvogelschutz, um nur einige zu nennen. Es mögen punktuell kleine Dinge sein, aber in Summe betrachten wir trotz Ablehnung der Anträge dies als einen kleinen Erfolg, dass die aufgeworfenen Probleme zumindest Berücksichtigung gefunden haben, der Haushalt an einigen Stellen korrigiert wurde. Und wenn das von vornherein so gewesen wäre, hätte man das ja nicht korrigieren und übernehmen müssen. Denn am Ende, und da bin ich deutlich weniger nachtragend als mein Kollege Breetz, am Ende zählt das Ergebnis, das für unsere Bürger erreicht werden konnte. Allerdings, meine Damen und Herren, zeigen, wie schon erwähnt, doch die Meldungen der letzten Wochen, dass dieser Haushalt in dieser Form eigentlich gar nicht verabschiedet werden kann. Es fehlen grundlegende Korrekturen. Es ist richtig, dass die Änderungen und die Ergebnisse der Steuerschätzung Einfluss gefunden haben und auch Bestandteil des Haushalts geworden sind. Aber es fehlen natürlich Korrekturen, weil das Wort Korrektur ja so kleinteilig klingt. Eigentlich sind es richtig dicke Dinger, nämlich Korrekturen bei der Investition in die Zukunft durch den Wegfall der Förderung Tesla-Fabrik. Zum anderen beim Tarifabschluss für Landesbediensteten. Nun will ich nicht darüber streiten, ob der Tarifabschluss für die eine Seite gut oder schlecht ist. Das ist jetzt heute nicht Thema. Aber die pauschalen Personalverstärkungsmittel, die ja ursprünglich mit 300 Millionen angesetzt waren und nun in Höhe von etwa knapp 200 Millionen Euro frei werden und damit zu hoch angesetzt sind, das muss doch Einfluss finden in die grundsätzliche Struktur des Haushaltes. Das kann doch nicht unberücksichtigt bleiben. Ich kann mich noch erinnern, in der ersten Lesung hat mein Kollege Zeschmann darauf hingewiesen, dass die 300 Millionen mit Sicherheit zu hoch angesetzt sind. Da wurden wir gescholten. Woher wollen wir denn wissen, ob die nicht gebraucht werden? Das wird doch alles kommen. Wartet doch den Tarifabschluss ab. Okay, und wir waren demütig, haben gesagt, wir hören uns das an. Jetzt ist das Ergebnis da, 200 Millionen sind frei und ohrenbetäubendes Schweigen im Hinblick auf den Haushalt zumindest. Meine Damen und Herren, das bedeutet, dass hier nun mal Mittel blockiert werden, die an anderer Stelle des Haushalts dringend benötigt werden würden. Andere Stellen des Haushalts. Welche sind das? Zum Beispiel, und Sie können mit mir gemeinsam ja abgleichen, ob das alles konsumtive Vorschläge sind, wie mein Vorvorredner sagte, zum Beispiel Versprechen der vollständigen Elternbeitragsfreiheit für Eltern, und zwar sofort. Nun haben wir gehört, das kommt alles 2023, das ist vor die Klammer gezogen. Vor die Klammer gezogen ist immer so ein Begriff, der in der Politik schnell so über die Lippen geht, ändert aber nichts daran, dass die Variablen ungelöst bleiben und dass immer noch kein Ergebnis unten rauskommt. Oder, meine Damen und Herren, bei den Schulkrankenschwestern. Bei den Schulkrankenschwestern ist wirklich ein sehr bemerkenswerter Vorgang, den wir dort erleben. Land auf, Land ab wurde das Projekt gelobt. Ich weiß gar nicht, wie viele Fototermine es dort von Ministern gegeben hat und uns erklärt hat, dass das der richtige Weg ist. Und das war auch so. Die waren in den Haushalt eingestellt und diese im Gesamtgefüge des Haushalts ist wirklich kleiner Betrag, meine Damen und Herren, soll nun gestrichen werden. Und ich bin stolz darauf, dass die Landkreise jetzt selber sagen, zumindest einige, Barnim zum Beispiel, OPR knapp abgelehnt, aufgrund der Griesgrämigkeit der CDU dort mit einer Stimme im Kreistag, meine Damen und Herren, jetzt selber sagen, wir finanzieren es selber, weil sie eben nicht nach ökonomischen Kriterien gehen, sondern nach Gesundheitsschutzkriterien. Wenn meine Vorrednerin von den Grünen sagt, wir investieren in Bildung und Kinder in einem Satz und dann aber die Einstellung des Projekts der Schulkrankenschwestern rechtfertigen muss, dann ist das wirklich mehr als ein Anachronismus. Das ist nicht nachvollziehbar. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Bitte. Herr von Gieschitzky, an Mikrofon 1. Ja, danke. Ich wollte noch mal eingehen auf die Personalverstärkungsmittel. Sie sagten, da werden 200 Millionen Euro frei. Ist Ihnen klar, dass das Geld ist, was wir an Krediten aufnehmen? Wir haben ja einen kreditfinanzierten Haushalt. Das Geld ist also nicht frei, sondern entsprechend können wir unsere Verschuldung sozusagen nicht voll in Anspruch nehmen. Ja, vielen Dank, Herr von Gieschitzky, für diesen haushalterischen Hinweis. Ich habe auch nicht davon gesprochen, dass wir das ganze Geld raushauen sollen. Ich habe davon gesprochen, dass eine derartige strukturelle Veränderung doch in das Zahlenwerk Niederschlag und Eingang finden muss. Darum geht es. Mir ist es durchaus bewusst, dass wir uns im kreditfinanzierten Umfeld bewegen. Haben wir in der ersten Lesung nicht anders gesagt, haben wir im Ausschuss nicht anders gesagt, sagen wir auch heute nicht. Aber natürlich ist ein Unterschied, dass ich 200 Millionen Euro jetzt anders darstellen muss. Und das ist unsere Kritik und das ist ein Entwicklungspunkt, der nun nicht zu leugnen ist. Und ich respektiere das ja. Sie haben uns damals in der ersten Lesung gesagt, pass auf, diese Tarifabschlussentwicklung ist abzuwarten und das wird dann Niederschlag in den Haushalt finden. Und ich rede auch nicht davon, dass es so Niederschlag finden muss, wie wir es fordern.
Aber das ist einfach ignorieren und sagen, naja, weil es kreditfinanziert ist, müssen wir die Korrektur im Zahlenwerk nicht vornehmen. Entschuldigung, das hat mit seriöser Mathematik nichts zu tun. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, beim Thema Schulkrankenschwestern, ich glaube, gestern oder vorgestern war es, wo die SVV Brandenburg an der Havel mit wehenden Fahnen unter Führung des CDU-Oberbürgermeisters dort ebenfalls eine Resolution verabschiedet hat zum Erhalt dieser wichtigen Institution. Ich glaube, der Brief müsste inzwischen eingegangen sein. Sie kennen ihn, Parteifreund Ihrer Partei, ob das was zu bedeuten hat, weiß ich nicht, aber trotzdem ein wichtiges Signal und andere Landkreise ziehen ja nach. Oder an jeder Schule Schulsozialarbeiter tätig werden können, wäre auch ein großer Wert, denn gerade in diesen schweren Zeiten werden sie dringender denn je benötigt. Und insofern finde ich den Einwand des Fraktionsvorsitzenden Keller wirklich eine Argumentation aus dem Keller, meine Damen und Herren, zu sagen, ja, und die Freien Wähler kommen immer nur mit Einzelvorschlägen, mit so einzelnen Ideen, so Einzelvorschläge tragen sie vor. Meine Damen und Herren, ja, wir tragen gerne Vorschläge vor für Schulsozialarbeiter, für Schulkrankenschwestern. Und als er dann ausgeholt hat, dass wir Altanschließer Erstattungsanträge stellen wollen, ich glaube, da nagt das schlechte Gewissen. Weil natürlich nicht zu leugnen ist, in welcher Situation sich Brandenburg in diesem Bereich der Kommunalabgaben befindet, nur ein Blick in Elvis, in die Parlamentsdokumentation verrät, es gibt überhaupt keinen Antrag zu Altanschließerbeiträgen in unseren Haushaltsanträgen. Es gibt überhaupt keinen Antrag zum Thema Sandstraßen in unseren Haushaltsanträgen. Natürlich lade ich Sie trotzdem ein, das Volksbegehren sandpisten.de zu zeichnen. Es ist ganz negativ aufgefallen, dass noch kein einziger SPD-Abgeordneter sich da eingetragen hat. Das ist durchaus Gegenstand von Kritik. Auch bei den Linken könnten es ein paar mehr sein. Aber der Fokus ist natürlich jetzt hier auf die Regierungsfraktion, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ja, in Falkensee sind es übrigens die meisten, Frau Riechstein. Insofern freue ich mich darüber sehr. Es ist der beste Ort schon vorneweg. Meine Damen und Herren, es ist nicht vermittelbar, warum diese Landesregierung und die Koalitionsfraktion ganz besonders im Bereich Kinder und Jugendliche hier so kurz bzw. nicht ausreichend unterstützt. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Eltern gerade bei der Corona-Pandemie Überdurchschnittliches leisten mussten, um Kinderbetreuung, Arbeit und Alltag zu meistern. Ihnen wurde die Elternbeitragsfreiheit des vorletzten Kita-Jahres versprochen. Und dies wäre auch ein richtiges Signal gewesen, es nicht vor die Klammer zu ziehen, sondern einfach zu machen. Und das ist nicht geschehen. Und das ist ein Kritikpunkt, der bleibt. Gestatten Sie nochmals eine Zwischenfrage, Herr Abgeordneter. Also von Herrn Noack natürlich sehr gern. Herr Abgeordneter Noack, ein Mikrofon 2. Bitte. Herr Wieder, dass uns nach 2 Jahren schon so viel verbindet und wir uns respektieren, stelle ich mal vorne an. 2 Dinge. Altanschließer war für mich das Stichwort. Haben Sie denn noch eine Antwort darauf, wenn Ihr Ansatz zumindest Altanschließerbeiträge aus dem Landeshaushalt bzw. Sandpisten aus dem Landeshaushalt finanzieren zu können, wie Sie dann mit dem Finanzausgleichsgesetz umgehen, mit der Verbundquote? Wer bezahlt denn die Sache zum Schluss, wenn wir als Landesgesetzgeber die Kommunen auf dieser Seite entlasten? Und eine 2. Frage, Sie haben die Personalverstärkungsmittel diskutiert. Heute haben wir und in den vergangenen Wochen sehr viel uns unterhalten über Tarifbindung und über den Tarifabschluss. Wie finanzieren Sie dann in der Zukunft die Mittel, die auch im zukünftigen Haushalt eingestellt sind, die nämlich aus den Personalverstärkungsmitteln genommen werden müssen, um den Tarifabschluss, der jetzt gerade auch für Landesbedienstete im nächsten Jahr gilt? Darauf geben Sie keine Antwort. Genauso wenig geben Sie eine Antwort. Und Herr Zeschmann schlägt sich schon wieder die Hände vor das Gesicht. Er war derjenige, der im Finanzausschuss uns kritisiert hat, die Landesregierung kritisiert hat, unter der Maßgabe des Fachkräftemangels, dass wir so viele unbesetzte Stellen noch in der Landesverwaltung haben. Auch dafür dienen die Personalverstärkungsmittel. Die Antwort bleiben Sie schuldig, auch in Ihren Änderungsanträgen. Herr Abgeordneter, darf ich die zweite Zwischenfrage gleich anschließen? Dann können Sie wieder im Fluss sprechen. Bitte, Frau Abgeordnete Jolicke, an Mikrofon 1. Ist ein bisschen zu einem anderen Thema, aber herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Herr Wieder, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Sie hier gerade gesagt haben, Sie wüssten, welche Abgeordneten das Volksbegehren unterschrieben haben und wissen auch, dass es von der SPD niemand ist, dass es von der Linken ein paar mehr sein könnten. Könnten Sie uns irgendwie mitteilen, woher Sie das wissen? Bitte schön. Also, meine Damen und Herren, also zunächst erlaube ich mir auf die 2. Frage von Herrn Noack zu antworten. Also, ich gehe davon aus, dass ich
mindestens 10 Minuten Zuschlag bekomme. 15 reichen auch. Meine Damen und Herren, also Herr Noack, ich glaube, Sie haben den Kritikpunkt nicht so ganz verstanden. Der Kritikpunkt war überhaupt nicht der Tarifabschluss. Ich habe doch gesagt, wie gesagt, mit den getroffenen Zahlungen kann man leben. Das mag jede Seite so oder so sehen. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass wenn man uns in der ersten Lesung belehrt, die 300 Millionen müssten zunächst als Puffer auch mit Blick auf den noch zu erwartenden Tarifabschluss so dort reserviert werden, dass dann, wenn der durch ist, dass das natürlich buchhalterische Konsequenzen nach sich zieht. Das ist doch das Normalste von der Welt. Und damit ist nicht in Abrede gestellt, dass durchaus man mit Blick auf die Zukunft im Bereich von Tarifabschlüssen sicherlich die Arbeitnehmerangestelltenseite sozusagen noch stärker berücksichtigt. Das ist doch überhaupt nicht unser Kritikpunkt. Es geht hier rein um das mathematische Zahlenwerk. Und das ist doch ein formeller Punkt, der durchaus im Rahmen der strukturellen Diskussion möglich sein muss. Und ich kritisiere weder den Abschluss noch die zukünftige Schwerpunktsetzung der Landesregierung in diesem Punkt im Hinblick auf die Personalverstärkung, wenn sie dann auch dann wirklich umgesetzt wird und wirklich auch in echte Köpfe und nicht nur Planstellen fließt. Dann war die Frage zum Thema Altanschließer und Erschließungsbeiträge. Dazu führe ich natürlich sehr gerne aus und werde dann auch auf den Einwand meiner sehr geschätzten Kollegin Joli gekommen. Also zunächst einmal weise ich nochmal darauf hin fürs Protokoll, die mitschreiben. Es liegt zum Haushalt kein Änderungsantrag zum Thema Altanschließer vor. Das können Sie noch so häufig hier behaupten. Ist so. ISSO. Ist so. Und wir haben die Diskussion, wir werden die im Innenausschuss haben im Januar, wo es um das neue Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes geht. Und da werden Sie einiges erleben, was Sie mir auch nicht glauben wollten. Ne? Dass also Verbände, die sich als neu gegründet bezeichnet haben, die Beiträge nicht zurückzahlen wollten, da wurde hier behauptet, solche Fälle gibt es nicht. Vom Vorgängerinnenminister etwas vehementer als vom jetzigen. Aber es gibt sie. Es gibt sogar ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil dazu. Und da kommen Sie nicht drum herum, auch wenn es Ihnen nicht gefällt. Ist einfach so. Und was das Thema Erschließungsbeiträge anbelangt, ich möchte darauf hinweisen, dass bei der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge im Mai 18 habe ich dazu hier den ersten Antrag gestellt, im Mai 18, und habe gesagt, die Kosten dafür schätze ich aufgrund eigener Abfragen bei den Kommunen auf etwa 50 Millionen im Jahr. Da wurde ich verhöhnt und ausgelacht. Nicht von Ihnen, Sie waren nicht im Landtag, völlig klar. Vom Innenminister, immer mit großer Gebärde. Das reicht nie und nimmer. Nicht von dem, vom Vorgänger. Absolut. Naja, der Vorgänger hatte immer etwas größere Gebärde gehabt. War dann inhaltlich nicht unbedingt mehr dahinter, aber es war so. Und da hieß es immer, das reicht hinten und vorne nicht, ist eine Milchmädchenrechnung. Dann haben die selbst ein Gutachten in Auftrag gegeben, 45 Seiten. Und da habe ich gesagt, wer macht denn Gutachten? Im Ministerium selber. Und da muss ich dir ehrlich sagen, das habe ich damals gar nicht. Ich hatte schon ein bisschen schlechtes Bauchgefühl gehabt, weil ich gesagt habe, wenn die jetzt quasi ein halbes Jahr so richtig tiefgründig das machen, da werden die mir links und rechts um die Ohren hauen und sind nicht 50 Millionen. Was kam raus? Also es hieß, 250 Millionen wurde geschätzt, 300 Millionen wurde geschätzt. Da kam das Gutachten, ich blätterte mit durchaus so zittrigen Händen, ich sagte, komm, jetzt machen die mich hier fertig. 25 Millionen waren es. Die Hälfte von dem, was ich geschätzt hatte. Und dann kam raus, Mensch, ist ja doch finanzierbar. Was wurde gemacht? Mehrbelastungsausgleich wurde geregelt, wo detailliert drinsteht, wie die Kommunen das Geld erstatten. Und das System funktioniert. Und es wurden keine 300 Millionen, wir sind jetzt bei 40 Millionen. Ich nehme diesen Betrag sehr ernst. Ich habe noch sehr viel Redezeit. Das ist hier alles ganz gut. Da steht noch eine 1 vorn. Und da kommen Minuten und Sekunden noch dahinter. Und dann hieß es dann, okay, wir können es doch finanzieren, der Mehrbelastungsausgleich funktioniert. Und nicht nur, dass er funktioniert, er spart den Kommunen auch mindestens 10% Verwaltungsaufwand, weil sie keine Widersprüche bearbeiten müssen, weil sie keine Klagen bearbeiten müssen und so weiter und so fort. Und genau das Gleiche schlagen wir auch bei Erschließungsbeiträgen vor. Und da können Sie mit Ihrer Fata Morgana von den 4 Milliarden kommen, das ist alles schon längst widerlegt. Und genau deswegen lade ich Sie nochmal ein, das Volksbegehren auch zu zeichnen. Und um die Antwort von Frau Jolige, oder die Frage von Frau Jolige nochmal aufzugreifen, natürlich habe ich keine detaillierte Übersicht. Ich habe antizipiert aus den Redebeiträgen, aus der Kritik des Fraktionsvorsitzenden. Meines Wissens spricht der Fraktionsvorsitzende für die Fraktion und der Fraktionsvorsitzende würde mit Sicherheit nicht eine derart grundlegende Kritik an unserem Vorhaben äußern. Die ist ja so grundlegend, die Kritik, dass er sogar Änderungsanträge sieht, die es gar nicht gibt. Und die Zwischenfrage von Herrn Noack, der in diesem Punkt ja wirklich der Antipode der Beitragsabschaffung ist, das kann man so sagen, der Gegenfüßler, wenn der so spricht,
dann gehe ich natürlich davon aus, dass bis jetzt keiner gezeichnet hat, was mich betrübt. Aber natürlich ist jeder gerne aufgerufen. Wir können jetzt doch so eine halbe Straßensammlung machen. Da verweise ich auf das neue Video dazu, wo das auch erläutert wird. Ich habe ein paar Listen dabei. Sie können sich gerne eintragen. Wird natürlich entsprechend datenschutzkonform behandelt. Und was die Linken anbelangt, nun ja, da haben wir diverse Rückmeldungen aus Kommunen, die dann dort mitmachen, auch mit Unterschriften sammeln. Und auch dazu rufe ich Sie auf. Wie gesagt, nachher die Listenausgabestelle dann bei uns. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass diese Zwischenfragen soweit für Sie vielleicht nicht befriedigend, aber doch erschöpfend behandelt worden sind. Ich betrachte auch als Würdigung des Redebeitrages und danke außerordentlich. Ich wollte gerne zurückkommen zum wichtigen Thema Kinder, nämlich, ich glaube, mein Vorredner hat es auch noch mal deutlich gemacht, oder Vorvorredner hat es deutlich gemacht, dass nämlich Sie besonders unter den Kontaktbeschränkungen und dem Fernunterricht, der teilweise ja galt, gelitten haben. Und da reicht das Programm Aufholen nach Corona, welches Sie unterstützen. Aber es reicht halt nicht. Und deswegen bedarf es viel mehr Zuspruch, viel mehr Zuwendung, viel mehr Aufmerksamkeit für die Probleme der Kinder und Jugendlichen. Es haben sich nun mal die Schulkrankenschwestern und Schulsoziale besonders hervorgetan, denn sie sind für die Kinder da, wenn es ihnen nicht gut geht, sie physisch oder psychisch auch belastet sind. Was macht die Landesregierung? Sie streicht sie entsprechend. Was nützen, meine Damen und Herren, gesenkte Beitragsschlüssel für Kitas? Das sind Zahlenkolonnen, wenn das Personal dafür weder vorhanden ist noch ausgebildet wird. Wie wollen Sie eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung garantieren, wenn Sie die Förderung von Aus- und Weiterbildung auf ein Mindestmaß beschränken? Hierauf werden meine Fraktionskollegen bei den entsprechenden Einzelplänen noch eingehen. Meine Damen und Herren, wir denken aber auch an die Infrastruktur. Und Genossen, es bleibe dabei, viele Straßen sind im Walter-Ulbricht-Gedenkzustand. Meine Damen und Herren, es bräuchte spürbare Mittelerhöhungen bei Landesstraßen, Landesbericht für Straßenwesen, Bereich Personal, Brückenbau, bei den Radwegen. Und hierzu bringen wir diverse zielgerichtete Änderungsanträge ein. Und auch bei der Forderung nach einer auskömmlichen Ausstattung im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes werden wir nicht locker lassen. Zudem kritisieren wir die Nichtfortführung des Landärzteprogramms, denn hier sind für uns Effizienzbetrachtungen, Effizienzkriterien nun mal zweitrangig, meine Damen und Herren. Und wir haben es kritisiert in dem entsprechenden Ausschuss, da schallt uns das auch entgegen, dann wurden Erkenntnisse gewonnen und ich erkenne das hier an. Will damit aber sagen, dass der Einwand, Sie fokussieren sich so auf einzelne Bereiche. Ach, das war ein Lob. Also wenn so ein Lob klingt, dann will ich nicht wissen, wie die Kritik sich anhört, meine Damen und Herren. Also, es wurde ja gesagt, einzelne Anträge nur so auf Nischenbereiche, also Nischenbereich Bildung, Nischenbereich Kitas, Nischenbereich Schule, Nischenbereich Infrastruktur, Nischenbereich Brand- und Katastrophenschutz. Nun, da bin ich gerne der, der durch die Nischen Slalom fährt, meine Damen und Herren. Aber ich glaube, dass wir insgesamt eben nicht Vorschläge einreichen, die den Haushalt überlasten. Unsere Vorschläge, unsere Änderungsanträge, 60 oder so waren es in den Ausschüssen, sind ausfinanziert gewesen, jeweils mit einem Deckungsvorschlag. Und am Strich kam sogar noch ein kleines Plus bei raus. Und ich finde den Einwand des CDU-Fraktionsvorsitzenden, ja, konsumtive Ausgaben, also unsere Vorschläge, was die Zielfolgeveränderung anbelangt, beziehen sich auf die Tesla-Umfeldentwicklung, die Infrastruktur der Tesla-Umfeldentwicklung. Und ich habe jetzt gehört, dass diese ganzen Königsmacher, wenn die hier angesiedelt werden, das bringt die soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Und da teile ich natürlich nicht jede, ich sage mal, volkswirtschaftliche Einschätzung des Fraktionsvorsitzenden der Linken. Aber es ist natürlich schon so, dass die dann eine gesellschaftliche Verbundwirkung und Mehrwert erzeugen, wenn auch entsprechend die Kommunen die nötige Entlastung und Unterstützung bekommen. Und deswegen ist eine Umfeldentlastung, eine Umfeldunterstützung, infrastrukturelle Umfeldentwicklung der Kommunen eben kein konsumtiver Ansatz, sondern ist überhaupt erstmal der Garant dafür, dass diese Industrieansiedlung überhaupt wirken kann und die Kommunen nicht überlastet. Meine Damen und Herren, wie bereits in der ersten Lesung unterstrichen, so müssen wir für den Haushalt 2022 feststellen oder kritisieren, dass der Landesregierung und den Koalitionsfraktionen eine Prioritätensetzung mit gesundem Menschenverstand leider abhanden gekommen ist. Die Regierung spart konsequent an der falschen Stelle und verpasst notwendige Kurskorrekturen. Meine Damen und Herren, Ihnen muss angekreidet werden, dass durch Ihr Handeln die Verlässlichkeit in politische Versprechen gegenüber der Brandenburger Bevölkerung und die Planbarkeit von Projekten verloren gegangen ist, denn Ihre Zusagen sind keinesfalls werthaltig und auch nicht enkeltauglich, sondern allenfalls wahlkampftauglich. Meine Damen und Herren, erlauben Sie es mir, um Ihre Geduld nicht überzustrapazieren, jetzt gleich zu den Einzelplänen 1, 2, 13 und 14 zu sprechen. Meine Damen und Herren,
Wir haben keine Hinweise zum Einzelplan des Landtages. Da teilen wir die Vorschläge der Präsidentin. Aber mit Blick auf den Einzelplan der Staatskanzlei ist es schon erstaunlich, dass die Landesregierung, die Koalition nicht gewillt ist, die Ehrenamtlichen in diesem Punkt, in diesem Land angemessen zu unterstützen. Genau die Ehrenamtsförderung scheint einer der wenigen Bereiche zu sein, die in Frage kommen, um den Haushalt zu konsolidieren. Das muss man mal ins Verhältnis setzen. Wir haben die Streichung der Zuwendungen und des Mobilitätszuschusses für Ehrenamtliche nutzen will, um den Haushalt zu konsolidieren, ist ungefähr so, als würde man 1000 Liter Fass, die großen Dinger, die in Frankreich stehen, mit einem Fingerhut füllen wollen. Und ich finde, das Signal, dass die Staatskanzlei hier durch die vollständige Streichung der Ehrenamtsförderung ins Land schickt, im Bereich der Staatskanzlei, ist fatal und hat nichts mit der Wertschätzung in diesem Bereich zu tun, scheint eher so wie so ein lästiges Übel zu sein. Wir sehen das grundlegend anders. Aus unserer Sicht kann man das Ehrenamt nicht genug schätzen und fördern. Daher stellen wir auch hier nochmal in der heutigen Lesung diese Anträge, um diesen Fehler zu korrigieren. Und nun kann ich mich erinnern, letztes Jahr, Haushaltsdebatte, da hieß es, naja, wir streichen die erstmal, um uns zu orientieren. Wir müssen erstmal das Feld sichten und dann kommen wir ins Gespräch, ermitteln den Bedarf, gucken mal so ein bisschen. Man hätte schon damals sagen können, der Bedarf ist da, ihr müsst ja jetzt gar nicht groß analysieren, ob er da ist, aber okay, man hat es geglaubt. Oder man hat es hingenommen, man hat es hingenommen. Und dieses Jahr wird sich nicht mal eine Mühe gemacht, das zu begründen. Man würde sagen, komm, wir streichen es dauerhaft. Und zwar aus Konsolidierungsgründen. Hier wird dann dieses Wort fallen gelassen. Nicht anderswo, beim Ehrenamt wird es fallen gelassen. Welches Signal soll das bitte senden, meine Damen und Herren? Und natürlich ist es so, wenn Sie jetzt das zweite Mal in Folge kürzen, senden Sie ein Signal, dass das auch auf Dauer nicht mehr reinkommt. Diesen Eindruck müssen Sie zerstreuen. Und es tut mir leid, Ministerin, Chefin der Staatskanzlei hat das im Hauptausschuss nicht mal versucht, diesen Eindruck zu zerstreuen. Und deswegen bleibt diese Kritik. Sie mögen das so sehen, wir sehen es anders. Und unseres Erachtens würde jegliche Wertschätzung in diesem Bereich Ihnen gut zu Gesicht stehen. Meine Damen und Herren, zum Abschluss nochmal zur Zusammenfassung. Wir bringen als BVB Freie Wähler die aus unserer Sicht wichtigsten Änderungsanträge zu den jeweiligen Einzelplänen jetzt nochmal ein. Nicht alle, aber die aus unserer Sicht wichtigsten. Die Änderungsanträge, meine Damen und Herren, sind ausfinanziert. Ich betone das hier nochmal. Und wir reagieren auch mit der Auswahl dieser Änderungsanträge auf Argumente in den Ausschüssen, auf Zahlen und auf aktuelle Entwicklungen. Und das betrachten wir als konstruktive Oppositionsarbeit. Konstruktivität bedeutet auch, dass man gute Haushaltsschwerpunktsetzungen auch als solche anerkennt. Das tun wir, das werden Sie auch im Rahmen der Einzelplandiskussion hören, im Bereich Justiz, im Bereich Landwirtschaft, im Bereich Europa. Das erkennen wir an. Herr Keller wollte ja, dass ich auch etwas Positives sage. Das ist jetzt die Möglichkeit für Sie zu klatschen. Aber, meine Damen und Herren, im Gegenzug erwarten wir auch, dass qualifizierte Hinweise auch aufgegriffen und ernst genommen werden. Meine Damen und Herren, die Corona-Belastung des Haushaltes erfordert ein Augenmaß von allen. Das lassen wir als BVB Freie Wähler auch walten. An vielen Stellen fehlt dies aber seitens der Regierung und diese Kritik bleibt Mehrheit hin oder her. Die Grundstrukturen des Haushaltes müssten überarbeitet werden und es fehlt an vielen Stellen die richtige Schwerpunktsetzung. Es wird an manchen Stellen zu Unrecht gekürzt, an manchen Stellen einfach nicht mit der nötigen Sparsamkeit herangegangen. Dies hätte man durchaus herstellen können, eine richtige Schwerpunktsetzung auch sicherstellen können, wenn man wenigstens einigen Änderungsanträgen der Opposition gefolgt wäre. Das ist ein Befund und diesen Befund brechen Sie auch nicht durch Ihre Mehrheit. Insofern danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche uns allen eine gute Beratung zu den Einzelplänen und Ihnen allen Mut und Kraft, nicht nur das Volksbegehren zu zeichnen, das wäre wirklich gut und hilfreich, sondern auch den ein oder anderen Änderungsantrag durchaus mit einer etwas größeren Großzügigkeit zu betrachten. Und dann wird es eine runde Sache für uns alle. Vielen Dank.